Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend am 6. November, Montagabend oder was ist das? Nee, Dienstag, ne? Heute Dienstag. Ist Dienstagabend, genau. Dienstagabend habe ich mich hier eingefunden mit Bruder Michael, den ihr natürlich gerade eben vorlaut schon gehört habt, und Bruder Viktor, Übersetzer des Buches Hinter den Diktatoren, den Drahtzieher auf der Schliche, um die 11. Lesung mir vorzunehmen von dem wunderbaren 2. Band von Karl Theodor Griesinger über den Jesuitenorden und ihre verborgene Wirksamkeit von der Gründung des Ordens bis jetzt, das natürlich den Zeitpunkt 1866 der Veröffentlichung dieses Buches meint. Wir sind da schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir müssen heute auf Seite 153, glaube ich, weiterlesen. Wir sind im 5. Buch, die Ehrlichkeit der Jesuiten, was man natürlich eigentlich zwischen Anführungsstriche tun sollte, oder die Söhne Loyolas in ihrer wahren Gestalt. Und wir sind immer noch im 2. Kapitel, das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode, Teil 3. Wie dieses Video dann heißt, das werden wir vielleicht im Laufe des Videos noch klären. Aber erstmal möchte ich meine beiden Gäste, Michael und Viktor, in dieser Reihenfolge begrüßen. Hallo Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo Jörg und hallo liebe Zuhörer und Zuschauer vom Kanal und Fans von Theodor Griesinger, der doch den Spagat zwischen Historie und Satire geschafft hat im 19. oder 20. Jahrhundert. So. Naja, ja. Satire. Doch, er macht das ja, die Titel sind ja immer Satire von ihm und der Inhalt ist ja dann immer historisch. Ah ja, gut, so kann man das auch sehen. Gut, Viktor, auch du herzlich willkommen heute Abend. Ja, hallo, moin moin, ihr beiden. Auch mal wieder schön dabei zu sein. Und ich glaube, wir sind ja jetzt ganz korrekt und sagen Mittwochnacht, ne? Oder? Habe ich da was verpasst? Nee, das ist Mittwochnacht eigentlich, ja. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ich habe zu Anfang noch eine Kleinigkeit, so die ich nochmal gern anfügen würde, auch jetzt im Zuge dessen, dass ich jetzt ja auch gerade noch ein paar Übersetzungsarbeiten für dich gemacht habe, ist mir nochmal sowas aufgefallen und ich glaube, das deckt sich auch gerade ganz gut so mit dem, mit der Lesung, die wir, oder mit dem Kapitel, mit dem sich diese Lesung ja hier beschäftigt. Und ja, falls du jetzt nichts weiter hast oder der Michael noch auf dem Herzen, dann würde ich gerade mal, ja, dann mal anfangen, was zu erzählen. Bitte. Gut, und zwar ist mir in den, ich weiß gar nicht, vorgestern ist mir nochmal was ganz klar geworden. Und dazu würde ich dich mal bitten, in deine wunderbare Bildgalerie einmal ein Bild hervorzuholen. Und zwar ist das Bild von der Statue aus dem Buch von Daniel. Da hattest du sowas Schönes, was Anschauliches. Und vielleicht währenddessen, wenn das vielleicht auch dann in der Nähe irgendwie sich befindet, dieses Bild mit den vier Tieren. Okay. Daniel, diese hier zum Beispiel? Genau, diese zum Beispiel. Das reicht schon. Das mit den vier Tieren, das habe ich hier auch drin. Warte mal. So. Ja, wunderbar. Super. Und zwar waren wir jetzt ja soweit in diesem Buch von dem Griesinger fortgeschritten, dass wir in dem Kapitel waren, das war jetzt das 5. Buch, ne? Ja, 5. Buch. 5. Buch, 2. Kapitel. Das Anstößige der jesuitischen Konstitution, Lehre und Erziehungsmethode. Richtig. Da waren wir jetzt stehen geblieben. Wir hatten letztes Mal gesprochen über die Prostitution, wie sie es mit ihrer Moraltheologie schaffen, sogar Prostitution gut zu reden, Hauptsache man nimmt noch Geld dafür und so weiter und so weiter, ja. Richtig, genau. Also im Grunde genommen versucht man den Menschen die Sünde in irgendeiner Form schmackhaft zu machen, beziehungsweise dass man sie selbst sich, jeder, der Mensch sich selbst seine Sünden vergeben kann. Der sozusagen. Antichrist lehrt, gut ist böse und böse ist gut. So steht es geschrieben. Genau. Genau so ist das, ja. Und mir ist jetzt nochmal so eins aufgefallen im Zuge, ich weiß auch jetzt gar nicht genau, einer deiner letzten Lesungen, da hattest du ja nochmal bemerkt, das war im Buch der Offenbarung, Kapitel 17. Ja. Und zwar, das ist noch ziemlich am Anfang, ich lese noch mal kurz den Vers vor, ich glaube, das ist Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein die Unzucht, die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ja. Und dieser Wein, von dem wir ja unter anderem jetzt auch in dieser diesen Lesungen ja auch ein bisschen was erfahren, letztendlich führt das sich doch alles, geht das doch alles zurück auf Babylon. Ja. Und weil diese Statue,
dieser in dem Buch von Daniel beschrieben, ja anfängt mit dieser goldenen, mit dem goldenen Kopf. Mhm. Und wir wissen ja, dass die Menschen allgemein dazu neigen, sich ja in dem Glanze des Goldes, ja jetzt nicht zu sonnen, aber ja, hat ja natürlich so eine gewisse Anziehungskraft schon immer auf die Menschen gehabt. Und wenn man mal ganz kurz noch einen Abschweif macht in das vierte Buch Mose, Kapitel 11, mhm. Da ist dann die Rede, da geht es darum, ich lese mal kurz, das ist ab Vers 5, wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten und sonst aßen, an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Also sprich, das war die Zeit, wo die, das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt wurde und all diese ganzen, ich sag mal, ja, wie nennt man das, nicht Begehrlichkeiten, aber Annehmlichkeiten, die mit diesem Aufenthalt in Ägypten einhergegangen sind, die, ja, das ist, glaube ich, auch heute noch so, dass diese goldene Kopf, diese Zeit damals Babylon, die Leute heute immer noch auch so in den Bann zieht, beziehungsweise die römisch-katholische Kirche dafür alles tut, der Jesuitenorden und ihre Moraltheologien, dass wir alle wieder zurück auf diese Zeit nach Babylon, dass wir diese Zeit nacheifern. Vielleicht spricht man hier vom goldenen Zeitalter. Vom goldenen Zeitalter, richtig. Ne? Und jetzt endlich auch, wenn wir nochmal sehen, die alle diese vier Tiere, die ja auch alle vorherigen Reiche ja verkörpert, da natürlich auch immer die in den Theologien oft ja auch auf Philosophien der, ich weiß nicht, aus von griechischen Philosophen zurückgegriffen wird. Ne? Das ist ja dann auch das, was wir heute als diese Kaoistik und Sophistik, ne, dieser Gnostizismus verstehen, der die römisch-katholische Kirche in ihren Lehren ja mit vermischt. Und ja, das ist mir nochmal so klar geworden. Die Leute, die gucken alle oben auf den Kopf. Und wenn wir ja sehen, dass wir eigentlich uns momentan eigentlich in dieser Zeit befinden, unten, wo der Fuß aus Ton und mit Eisen vermischt, ne? Ja. Dass wir eigentlich uns in einer Zeit befinden, die für aus Sicht des Teufels sehr fragil ist, weil jetzt letztendlich bedarf es nur eines Steines, um unten ja diese ganze, dieses goldene Zeitalter zu beenden. Ja, das ist das war nur noch mal so mein Punkt, der mir noch mal so klar, weil das so schön rund macht, diese Statue von Daniel, in der, wie er das beschreibt in seinem Buch, wie die Menschen immer nur nach oben gucken, sich von dem Glanz des Goldes blenden lassen, mhm. aber gar nicht begreifen, ja, was das bedeutet, wo die Füße, ja, wo wir jetzt momentan stehen. Ich hätte noch eine andere Theorie dazu. Ja, gerne, bitte. Ich möchte ja auch mit sowas ja auch anregen. Ja, 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 ja. Nee, ich hätte noch die Theorie dazu, dass der Mensch absichtlich unter eine weltliche Hierarchie gestellt wird, damit er sozusagen damit die Verführung hat, also damit sozusagen die satanische Seite hat, die dann da gespielt wird, die Karte, die da gespielt wird, dass Satan insofern dann befriedigt ist, der Mensch aber dann dadurch einfach nicht zum paradiesischen Zustand zurückkehren kann, sondern eigentlich immer unter irgendeiner Knute ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt masochistisch-sadistisch ist, sondern dass es dann letzten Endes so ist, dass der Mensch immer unter eine Hierarchie gestellt wird und diese Hierarchie letzten Endes dann ihn dazu verleiten soll, dass er dann weiter im Speise seines Angesichts quasi seinen Acker bestellen muss, wie es in der Genesis nach dem Sündenfall beschrieben ist. Und das wäre für mich insofern einleuchtend, dass da immer eine negative Hierarchie ist, die ihn dann sozusagen dazu verleitet, im Schweiß seines Angesichts sein Brot verdienen zu müssen. Naja, Jesus Christus sagt ja ganz deutlich, nehmt mein Joch auf, mein Joch ist leicht und folgt mir. Das Joch von Rom ist halt das Joch der Unterdrückung. Und ich glaube, dass mit etwas anderen Worten, was du gerade sagen wolltest, Michael, vielleicht darauf hinauskommt, dass man sagt, erst wenn der Mensch in dieser Hierarchie den menschlichen Regierungen und die satanischen Regierungen unterstellt wird, dann kann er die göttliche Regierung überhaupt erst schätzen lernen. Mhm. Wir würden ja wahrscheinlich überhaupt nicht uns danach sehnen, von Gott regiert zu werden, wenn wir vom Menschen nicht so teuflisch regiert würden.
Ja, wenn der Leidensdruck nicht da Wenn wäre. der Leidensdruck nicht da wäre. Ja. Und diejenigen, die in Christus sind, für die ist sichergestellt, dass sie hier auf dieser Erde leiden müssen. Das hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt, meine Leute werden Trübsal erleiden. Ne? Ich erinnere nur mal an zum Beispiel Matthäus 24, ein sehr wunderbares Kapitel, das viele Menschen natürlich total falsch interpretieren aufgrund der futuristischen Zukunftslehre des Antichristen. Aber da steht es ja auch ganz deutlich drin, dass wir konfrontiert werden mit einer Zeit von Kriegen, Rumore von Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben und so weiter und so weiter und so weiter. Wir werden Trübsal leiden. Und Jesus Christus hat gesagt, aber verzagt nicht, auf dieser Erde werdet ihr Trübsal erleiden, aber verzagt nicht, ich habe diese Erde überwunden. Ja? Und durch ihn überwinden wir diese Erde auch, aber dafür müssen wir, oder diese Welt auch, aber dafür müssen wir Trübsal erleiden. Wir werden, und das steht an vielen Stellen in der Bibel, gereinigt werden wie Silber siebenmal im Feuer oder sowas. Ne? Siebenmal gereinigt oder siebenmal durchgesiebt oder sowas. Ja? Da gibt es verschiedene Stellen in der Bibel, die darüber sprechen. Und nur durch diese Reinigung kann man überhaupt erst dahin kommen, weil wir davor einfach schmutzig sind. Schmutzig aufgrund des verderblichen, sinnvollen Fleisches, in dem wir leben. Ja. Auf der anderen Seite, worüber beschweren wir uns? Ohne ihn, ohne den Schöpfer, wären wir überhaupt nicht existent. Richtig. Ohne den Schöpfer wären wir nicht existent. Nein, das ist schon ganz gut gesagt. Ich wollte nur noch mal kurz auf den Punkt eingehen, den Viktor angeholt hat in Offenbarung 17, Vers 2, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Der Wein ist eben genau diese Leere. Und das ist eben die Leere, die die ganze Welt verdirbt, ja? Und von Anfang an verdorben hat. Seit die Menschen sich irgendwelchen Königen unterstellt haben. Weil es sind nicht die Könige der neuen Weltordnung. Es sind nicht die Könige in der Zeit, in der wir heute leben oder in der wir vor 1000 Jahren gelebt haben. Es ist von Anfang an, vom ersten König von Babylon an, der König, der Unzucht getrieben hat mit der Hure. Nun, in dieser Endzeit ist natürlich diese Hure die babylonische Kirche. Das war sie aber von Anfang an. Die römische Kirche hat ihre Wurzeln in Babylon und das müssen wir verstehen. Es ist immer Babylon gewesen. Es ist immer dieser Kopf von Gold gewesen, der im Grunde auf geistlicher Ebene die Menschen dazu gebracht hat, von diesem verkehrten Wein zu trinken und von diesem Wein trunken zu werden. Wein steht ja für Leere. Ne? Und in Offenbarung 17 wird endlich mit Babylon abgerechnet. Und zwar zweierlei Babylon, dem Original Babylon und dem Babylon, das heute in Rom sitzt. Deswegen heißt es ja auch in Offenbarung 18, sie ist gefallen. Ne? Zweimal. Warum sagt man das zweimal? Ja, es geht eben um zwei Babylons. Ne? Es geht um das Originale und es geht um das Babylon vom Rom, das wir heute haben. Ich wollte noch mal eben kurz auf den Punkt drauf, dass eben der Wein der Unzucht, welche welche die Erde bewohnen, davon trunken geworden sind, das ist, das, da geht es um die Lehre. Da geht es um die Lehre aus der Kirche. So, und jetzt müssen wir ein Ding gut verstehen. Und das ist ein Punkt, den ich unbedingt noch zur Sprache bringen möchte. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Die Könige haben Unzucht mit der Hure von Babylon getrieben und die Menschen, die unter den Königen leben, sind von diesem Wein der Unzucht trunken geworden. Und da muss man eben sehr gut den Punkt verstehen, der hier gemacht wird. Es ist durch die weltliche Macht, dass die geistige Macht uns trunken macht. Das muss man verstehen, weil die römisch-katholische Kirche sagt, ihre geistige Macht ist über der weltlichen Macht. Das ist meines Erachtens ein ganz, ganz wichtiger Punkt zum Verständnis dieses Teils in Offenbarung 17. Offenbarung 17 und 18 sind unglaublich wichtige Kapitel in der Bibel. Das nimmt nicht weg, dass es noch andere viele wichtige Kapitel gibt, aber zum Endzeitverständnis unerlässlich und sicher. Im Zusammenhang hier mit Daniel, wenn wir hier gerade den Stein sehen, der nicht von Menschenhand ausgehauen auf die Erde fällt und eben die Statue in den Füßen aus Eisen vermischt mit Ton trifft und zerbröselt und die ganze Statue zu Staub wird und dieser Staub vom Wind weggeweht wird und nicht mehr gefunden wird und dieser Stein sich dann
entwickelt zu einem großen Berg, der die ganze Welt umfasst, das Königreich unseres Herrn, wenn er endlich wiederkommt, um uns zu erlösen, aus diesem Joch, das wir hier tragen. Wir sollten wirklich das Joch von Rom lernen abzulegen und lieber das Joch von Jesus Christus anzunehmen, das so viel leichter ist. Ja, wenn ihr da jetzt noch Bemerkungen zu habt. Ja, nee, das hast du auf jeden Fall sehr schön zusammengefasst. Ich habe im Chat nochmal zwei Bilder gepostet. Da geht es um den Besuch vom Antichristen in Irland vor kurzem. Das ist mir jetzt nur nochmal aufgefallen, auch dessen, weil ich jetzt ja auch gerade nochmal dieses den einen Vers vorgelesen habe aus dem vierten Buch von Mose, dass ja letztendlich damals schon auch bei dem Volk Israel ja auch schon dieser Abfall da war, dieser was, Glaubensabfall. Was zeigt dieses Bild hier? Das ist so, erinnert mich an das jetzt Tanz um den goldene Kalb. Ja. Okay. Und das andere, das sieht so halt nach so einem Tempel aus, nach so einer Pyramide, ne? Das kennen wir ja auch noch da aus dem alten Ägypten. Ja. Naja, so baut der Papst oftmals seine Messen auf, zum Beispiel auch damals im Yankee-Stadium in 2008, Benedikt der 16. und so. Da wird immer eine solche Art von Bühne, sage ich jetzt mal, aufgebaut, um den eben anzubeten. Ne? Hier würde ich erinnert werden an Nachbau eines Regenbogens. Ja? Ja, das Ganze hat stattgefunden im Phoenix Park. Im Phoenix Park, ja. Gut. Haben wir sonst noch irgendwelche Punkte anzusprechen, bevor wir jetzt in die Lesung gehen? Ich denke, der Punkt ist nochmal ganz gut deutlich geworden, dass auch Rom den Ursprung in Babylon hat, ne? Wo wir auch, ich weiß jetzt nicht, war das jetzt in der letzten Lesung oder in einer anderen, den Punkt angesprochen hatten, dass zum Beispiel auch diese ganzen unchristlichen oder Götzen Feiertage, die demnächst stattfinden, auch auf die Zeit von damals zurückzuführen sind. Ja, sind alle darauf zurückzuführen. Ja. Und du hast ja auch schon eine ganz tolle Buchlesung gemacht im Deutschen, das war von dem Alexander Hislop, ne? Von Babylon nach Rom. Über Weihnachten meinst du? Ja, beziehungsweise über diese ganze Thematik dann auch. Ah, ja, die über die Kirche von Rom natürlich, ja. Heute das Babylone, das goldene Zeitalter verkörpert. Ja, kein leichtes Buch. Und für etwas leichtere Kost habe ich mir ja vorgenommen, das Buch Babylon, Mysterien, Religion von Ralph Woodrow mal zu lesen. Aber da bin ich ja bis jetzt noch nicht zugekommen. Und so wie es im Augenblick aussieht, komme ich da auch in nächster Zeit nicht zu. Ich habe da noch ein paar andere Dinge vorzubereiten. Und der nächste Anschlag auf dich, Victor, ist auch schon geplant. Ja, ich habe schon, ich habe da irgendwas auch schon gehört, da ist wohl was im Busch, ja. Caritas und Veritate heißt das, ne? Das heißt so viel wie Wohltätigkeit und Wahrheit, ja? Oder Nächstenliebe und Wahrheit. Charity and Truth, das Enzyklikal von Papst Benedikt dem 16. von 2009, wo du einige Dinge übersetzen musst in der Zukunft für mich, weil da will ich eine Lesung von machen. Aber das ist für wenn es soweit ist. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Lesung von Griesinger, es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Bemerkungen, bevor wir hier reingehen. Gut, dann fangen wir an auf Seite 165 in dem PDF-Zähler. Das ist im Buch Seite 158. Da fahren wir jetzt fort. Ich gehe nicht irgendwie zurück. Wie gesagt, Lesung 11 fangen wir hier an. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück, wo wir hier über die Hurerei gesprochen hatten. Und jetzt meine ich also wirklich hier körperliche Hurerei, ja, Unzucht betreiben, über die Einführung mehr oder weniger der Prostitution oder die Kontrolle der Jesuiten über die Prostitution und ihre moralische Rechtfertigung dessen. Da geht es ja hauptsächlich darum, ihre moralische Rechtfertigung der Prostitution. Jetzt fährt Griesinger fort, so viel von den jesuitischen Lehren über das Begehren der Unzucht, also über die fleischlichen Begehren. Nun hören wir, was diese frommen Patres von dem Verbrechen des Diebstahls hielten. Und da, Entschuldigung, Victor, hier kommt das wirklich an zu Pass, Caritas in Veritate, da geht es um kirchlichen Diebstahl. Ja? Das ist ein unglaublich wichtiges Enzyklikal. Und da bin ich sicher, dass du mir dass du mich unterstützen wirst, indem du mir das übersetzen wirst. Ich möchte dir mal eben kurz zeigen, ich hatte das hier schon vorbereitet, Caritas in Veritate. Und da haben wir hier einmal einen Film, den ich damit einspielen werde, über Papst Paul VI., der 1965 von den Vereinten Nationen gesprochen hat. Und hier
Das ist natürlich jetzt auch das Englische. Ist der Link mit drin von Berean Beacon. Und da sich den anschauen, und das wird dann hoffentlich übersetzt, auch das American Magazine, das Jesuitenmagazin wird dabei übersetzt, und dann sprechen wir über Caritas in Veritate. Und Caritas in Veritate hat nun mal damit zu tun, über die, wie gesagt, Wohltätigkeit oder Nächstenliebe, ja, das Wort Charity aus dem Englischen in der King James wird in Deutsch übersetzt in das Wort Liebe, meint Nächstenliebe, und Veritate ist Wahrheit, das Enzyklikal. Und da geht es natürlich darum, dass wir von dem gemeinsamen Gut, wovon der Papst uns so gerne spricht, in Bezug auf die neue Weltordnung hören. Und das ist natürlich nichts anderes als Diebstahl. Und zwar im ganz großen Sinne. Hier reden wir jetzt über den Diebstahl der Jesuiten, aber in Caritas und Veritate reden wir über den großen Diebstahl. Über den der Papst an der ganzen Welt begeht und an allen Völkern der Welt begeht. Also, hören wir nun, was diese frommen Patres von dem Verbrechen des Diebstahls hielten, in ihrer oder nach ihrer Moraltheologie. Ist es, so sagt Pater Pierre Aragon in seinem Abrégé de la Somme Théologique de Saint Thomas d'Aquin, also in seiner gekürzten Version, um eine Zusammenfassung zu machen der Theologie von St. Thomas Aquinas aus seinem Werk Summa Theologica auf Seite 365, sagt er: Ist es jemandem erlaubt, infolge des Notstandes, in dem er sich befindet, zu stehlen? Antwort: Ja, das ist erlaubt. Sei es heimlich, sei es öffentlich. Aber nur, wenn man keine anderen Mittel hat, für seine Bedürfnisse zu sorgen. So, hier muss ich gleich mal einen kleinen Kommentar einwerfen. Ich lese nicht viel, bevor ich kommentiere, tut mir leid. Aber ich hatte vor einigen Jahren einen Bekannten über Skype, der kam aus Südafrika. Und ich habe auch Filme gesehen oder Vorträge gesehen von Walter Veit, der ja auch aus Südafrika kommt. Und der in einigen Vorträgen gesagt hat: Passt auf, Leute, es kann euch passieren, wenn ihr in Südafrika wohnt, ihr habt eine Wohnung, ihr geht ein paar Wochen in den Urlaub und kommt wieder und die Wohnung ist bewohnt von anderen Leuten. Und da kannst du nicht mal was gegen machen. Ja, die Wohnung stand frei, wir hatten Not, wir haben sie bezogen, Punkt aus. Das klingt jetzt übertrieben, aber genau darum geht es in Caritas in Veritate, das Enzyklikel vom Papst oder Antichrist Benedikt XVI. Von 2009. Deswegen so wichtig, dass wir diese Sache auch einmal lernen werden. Da geht es tatsächlich darum, wenn ich etwas brauche und jemand anders hat es und der gebraucht es oder benutzt es im Augenblick nicht, dann kann ich mir das nehmen und dann ist das gerechtfertigt. Das ist Diebstahl. Es wird natürlich so eingekleidet von, ja, Diebstahl gibt es nicht mehr, weil dir gehört eigentlich gar nichts mehr. Du bist nur noch der Hüter von irgendwelchen Sachen. Und da du nur noch der Hüter von irgendwelchen Sachen bist, ist alles Gemeinschaftsgut. Wenn alles Gemeinschaftsgut ist, dann gibt es keinen Diebstahl mehr. Und was ist die Lehre hieraus, meine lieben Brüder und Schwestern? Wenn es keinen Diebstahl mehr gibt, dann ist das Gebot, du sollst nicht stehlen, ein unnützes Gebot. Und wenn eins unnütz ist, dann sind sie alle unnütz, oder? Ich meine, wir haben ja wohl schon in anderen Lesungen mehr als genug gelernt darüber, wie die römisch-katholische Kirche mit Ketzern verfährt. Wir haben darüber gesprochen in Romanismus und die Reformation, ich habe darüber gesprochen in Geschichte der Inquisition im Mittelalter, ich habe darüber gesprochen in vielen anderen Videos, unter anderem in Herrscher des Bösen, wo ich das Directorium Inquisitorum euch vorgelesen habe, was die Definition der römisch-katholischen Kirche eines Ketzers ist. Mord ist für die kein Mord. Da gibt es Unterschiede. Und Diebstahl ist für die römisch-katholische Kirche kein Diebstahl. Wir lesen das jetzt hier aus den, ich sage jetzt mal, Statuten oder Konstitutionen der Jesuiten, aber das gilt für die ganze römisch-katholische Kirche. Haltet euch fest, das wird ein ziemlich interessanter Ritt. Ist es jemandem erlaubt, infolge des Notstandes, in dem er sich befindet, zu stehlen? Ja, das ist erlaubt. Sei es heimlich, dann ist es sicher Diebstahl. Sei es öffentlich, naja, dann kann man doch die Frage stellen, ist es dann Diebstahl, wenn ich es öffentlich nehme? Dann kann ich es auch vorher gefragt haben oder wie auch immer. Aber auf die Kasuistik will ich mich jetzt gar nicht mehr einlassen. Es ist erlaubt. Egal, ob es heimlich ist oder öffentlich. Aber nur, wenn man keine anderen Mittel hat, für seine Bedürfnisse zu sorgen. Also, wenn ich das Mittel nicht habe, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, dann kann ich bei jemandem gehen, der die Mittel wohl hat und kann sie ihm wegnehmen,
weil ich habe keine anderen Mittel, um daran zu kommen. Und die Not alleine oder die Gier alleine macht das. Gier. Und das ist genau das, was verboten ist im 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Weib. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Haus. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Ochsen, noch irgendetwas, sein Knecht oder seine Magd oder irgendetwas, was deines Nachbarn ist. Ja? Ein Gebot, das 10. Gebot, gegen die Gier, gegen das Begehren. Auch, sagt der Autor, liegt hierin weder Gewalttat noch Raub, weil nach dem Naturrechte alle Dinge gemeinschaftliches Gut sind. Common Good. Kennt ihr das, die Aussage? Das ist der Papst Franziskus, spricht von nichts anderem. Gemeinschaftliches Gut. Nach dem Naturrechte. Wer immer auf die Naturrechte paukt, da seht ihr also mal, wessen Kind Gedanken das sind hier. Es gibt kein Naturrecht. Es gibt vielleicht von Gott gegebene Freiheiten, Rechte, Regeln, an die man sich halten soll, aber kein Naturrecht. Naturrecht ist das Gerecht des Dschungels, wenn ihr mich fragt. Ist das Recht des Dschungels, wenn ihr mich fragt. Ja? Nach dem Naturrecht sind alle Dinge gemeinschaftliches Gut. Das heißt, es gibt keinen Privatbesitz. Und wenn es keinen Privatbesitz gibt, ja, dann gibt es auch keinen Diebstahl. So wie weil jedermann verpflichtet ist, sein Leben zu erhalten. Ende Zitat hier. Ganz die gleiche Ansicht hat der Pater Benedikt Stadler. Denn er spricht sich in seinem berühmten Werke Allgemeine katholisch-christliche Sittenlehre oder wahre Glückseligkeitslehre aus hinreichenden Gründen der göttlichen Offenbarung und der Philosophie für die obersten Schulen der pfalz-bayerischen Lyzeen auf höchstem kurfürstlichen Befehl verfasst, in München 1790 erschienen, im ersten Band auf Seite 427 wie folgt aus, Zitat. Wenn der Notleidende wegen Krankheit und Abgang alles Verdienstes nicht imstande ist, durch eigene Arbeit sich seine Notbedürfnisse zu beschaffen, so hat er das Recht, dem Reichen seinen Überfluss durch heimliche oder durch öffentliche Gewalt abzunehmen. Ende Zitat. Darf ich da noch kurz mal was zu sagen? Aber bitte doch. Also, soweit ich mich erinnere, ist das auch, ich glaube, in dem Buch ordiniert von unserem himmlischen Vater, wie man zum Beispiel als Bauer umzugehen hat mit seinen Früchten oder mit seiner Ernte, dass man auch immer nur so viel ernten soll für sich, wie man braucht, und den Rest, den lässt man halt den anderen über, ne? Vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, ob es darum geht, von welchen Rest man lässt. Ich glaube, es geht darum, dass er ordiniert hat, dass ein bestimmter Rand des Feldes nicht geerntet werden soll, sondern dass man diese Ränder den Leuten lässt, die da Bedürfnisse für haben. Ja? Also zum Beispiel ein Obstbaum oder eine Obstplantage, sage ich jetzt mal, dass man da jetzt die äußeren Reihen oder die äußeren zwei Reihen nicht mehr erntet, sondern drinnen erntet und das Äußere stehen lässt. Oder ein Maisfeld oder ein Kornfeld, dass man das nicht von Anfang an abmäht, sondern dass man am Rand etwas stehen lässt und dass man das den Bedürftigen lässt. So meine ich, steht es in der Bibel, wenn ich jetzt nicht verkehrt bin darüber. Das ist ein interessanter Punkt, den du anholst. Ja, hast du recht. Bauern wird viel gesagt, auch dass sie 6 Jahre ihr Feld bewirtschaften sollen und im 7. Jahr sollen sie das Feld ruhen lassen, dass es sich regenerieren kann. Macht ja heute auch kein Schwein mehr. Deswegen sind unsere Böden ja auch so schlecht heutzutage. Na? Anderer Punkt. Gut. Wolltest du noch was zu sagen oder... War es das, Viktor? Nee, das war genau, das hast du nochmal gut zusammengefasst, danke. Ja, danke, okay. Auch Anton de Escobar, auf den ich mich schon mehrmals berief, urteilte so. Nur setzt er in Theologica Moral Traktat 5, Exemplar 5, Nummer 120 hinzu, dass der zu Bestehlende notwendig ein Reicher sein müsse. Zitat, darum heißt es dann weiter, wenn du einen Dieb findest, der eben im Begriffe steht, einen Dürftigen zu berauben, so musst du ihn davon abhalten und ihm eine andere reiche Person bezeichnen, die er statt des Dürftigen plündern könne. Ende Zitat. Könnte man ja beinahe denken, die römisch-katholische Kirche hätte Robin Hood erfunden, wa? Noch mehr ins Detail geht der Pater Antoine Paul Gabriel. Denn er setzt die Summe, die man auf einmal stehlen dürfe, auf 3 Franken fest. Meint aber, siehe dessen Theologie Moral Universell auf Seite 226, man dürfe den Diebstahl so oft und so lange, als man sich in Not befinde, wiederholen, so wie man auch durchaus nicht schuldig sei, das, was man im Kleinen nach und nach genommen, wieder zu ersetzen,
selbst wenn auch die Gesamtsumme eine sehr große wäre. Auch da habe ich bereits von früher mal gelesen, ich kann euch jetzt nicht mit dem Brunnen sagen, wo ich das her habe, dass in der römisch-katholischen Kirche da tatsächlich auch so eine Grenze gesetzt wird. Ungefähr so nach dem Motto 50 Euro, alles was unter 50 Euro ist, das darfst du stehlen und da musst du dir gar nicht für verantwortlich fühlen, das ist alles nicht so schlimm. Und wenn du das 100 Mal gestohlen hast, ist das auch nicht schlimm, obwohl die Summe von 100 mal 50 Euro inzwischen 5.000 macht. Ist aber nicht so wild, weil die kleine Summe eben durchaus nicht verschuldet ist. Das, was hier steht, habe ich in neueren Papieren auch wieder gelesen. Ich bin gespannt auf Caritas in Veritate, wenn wir das in Deutsch durchlesen werden. Kommentar. Ja, bitte, Michael. Weißt du, wie das klingt mit den dauernden kleinen Summen? Nach Kirchensteuer. Ja. Der Zehnte, ne? Nach dem Motto, ne? Ja, zum Beispiel, ja. Mhm. Ja, okay. Gut. Ungefähr dasselbe, nur in viel allgemeineren Umrissen, lehrt der Pater Longuet, wenn er, und ich lasse jetzt den Brunnen hier von mal weg, wenn er sagt, Zitat, ist ein Mensch dermaßen arm und ein anderer dermaßen wohlhabend, dass der Letztere verpflichtet ist, dem Ersteren zu helfen, so darf der Arme das Gut des Anderen nehmen, ohne zu sündigen und ohne zur Wiedererstattung verpflichtet zu sein. Nur soll er es geheim tun und auf eine nicht in die Augen fallende Weise. Ende Zitat. Also nicht bloß in Fällen der höchsten Not durfte man nach jesuitischer Ansicht stehlen, sondern auch zum Zwecke der Ausgleichung des großen Gegensatzes zwischen Reich und Arm. Denn die Menschen waren ja ursprünglich gleich und gleichberechtigt erschaffen. Ohne dem aber war man zum Nehmen berechtigt, wenn es galt, sich selbst bezahlt zu machen. Und das Recht der geheimen Kompensation galt den Söhnen Loyolas als etwas, das sich von selbst verstehe. So, mal eben kurz ein anderes Bild hier mit reinnehmen. Und dann fahren wir fort. Aus einem Zitat von Crisis Theologica auf Seite 214. Von Ye de Cardenas. Wenn die Herren ihren Dienstboten etwas am Lohne abziehen, können die Letzteren entweder die Justiz anrufen, oder aber sich selbst Recht verschaffen und von der geheimen Kompensation Gebrauch machen. Ende Zitat. Also Selbstjustiz lesen wir hier gerade ganz deutlich. Ne? Dasselbe lehrt der Pater Xavier Telegi in De Confessore auf Seite 137 und er setzt jedoch noch hinzu, Zitat, es sei zwar erlaubt, seinen Herrn durch Kompensation zu bestehlen, aber unter der Bedingung, dass man sich nicht auf der Tat ertappen lasse. Ende Zitat. Auch seinen Schuldner darf man, laut dem Buche des Jean de Lugo, de Incarnatione auf Seite 408 bestehlen, wenn man glaubt, dass man von demselben nicht bezahlt werden wird. Nur soll man's, setzt Valerius Reginald hinzu, mit der Kompensation genau nehmen und nicht mehr stehlen, als man zu fordern hat. Ende Zitat. Auch in Beziehung auf das Lügen und Meineidschwörens hatten die Söhne Loyolas ganz eigentümliche Ansichten. Denn sie sprachen sich unverblümt dahin aus, dass das Lügen und Falschschwören in allen Fällen erlaubt sei, in welchen es der Ehre eines Menschen oder seinem Vermögen oder seiner Gesundheit schaden würde, wenn er die Wahrheit sagte. Ja, da muss ich jetzt nur mal kurz eben einwerfen, wir lesen das hier in der Vergangenheit, ne? Sie sprachen sich unverblümt dahin aus. Nein, sie sprechen auch heute sich noch unverblümt dahin aus. Die römisch-katholische Kirche ist zemperiale, meine lieben Brüder und Schwestern. Sie verändert sich nicht. Das, was damals galt, gilt auch heute noch. Ja? Auch wenn der Autor das hier in einer Vergangenheitsform schreibt, bitte ich euch zu berücksichtigen, dass diese Konstitution, die Verfassung der Jesuiten und deren Moraltheologie, basierend auf Escobar und anderen, Liguori und andere, die ja bereits erwähnt wurden, heute immer noch genauso nachgestrebt wird wie früher. Da ist nichts dran verändert. Es ist erlaubt, sagt Ye de Cardenas in dem oben angeführten Buche, in wichtigen sowohl als in unwichtigen Angelegenheiten einen Eid zu schwören, ohne die Absicht zu haben, ihn zu halten, sobald man gute Gründe hat, so zu verfahren. Was ist das hier, was er hier sagt? Das nennen wir geistige Vorbehalte einrufen.
Das nennen wir genau das, was in dem Krönungseid in England im 16. und 17. Jahrhundert drin stand, was man nicht gebrauchen darf. Da stand ganz deutlich drin, keine geistigen Vorbehalte verwenden zu dürfen, wenn man diesen Eid schwört. Und genau das in anderen Worten ist das hier. In wichtigen sowohl als in unwichtigen Angelegenheiten einen Eid zu schwören, ohne die Absicht haben, ihn zu halten. Also wenn ich von vornherein nicht die Absicht habe, den Eid zu schwören, warum schwöre ich ihn dann? Doch nur, um nach außen einen Anschein zu geben, den ich überhaupt nicht nachverfolge. Und die Jesuiten rechtfertigen das mit ihrem Motto, der Zweck heiligt die Mittel. Weil wenn das Endziel, das ich damit erreiche, um diesen Eid zu schwören, gut ist, dann schwöre ich diesen Eid, ich bin aber dann nicht dran gehalten. Wenn ich, um das Ziel zu erreichen, diesen Schwur brechen muss. Genau das wird hier mit anderen Worten gesagt. Es geht hier um geistige Reservation, um Vorbehalte, geistige Vorbehalte. Ja? Mental Reservation, wie man das im Englischen so schön sagt. Zweideutige Worte zu führen und die Richter zu belügen, ist in gewissen Fällen gestattet. Also Sophistik und Kasuistik zu führen, um den Richter zu belügen, ist in gewissen Fällen gestattet, schreibt Pater Castropalos. Wenn man nur einen ehrbaren Vorwand, die Wahrheit zu verhehlen, finden kann. Zum Beispiel wäre es Verstellung nötig, um nicht wegen eines begangenen Totschlags selbst zum Tode verurteilt zu werden, so kannst du, ohne die geringsten Fehler zu begehen, die Wahrheit leugnen und zur Verstellung deine Zuflucht nehmen. Ja, es ist sogar erlaubt, in solchen Fällen einen zweideutigen Eidschwur zu tun, denn jeder Mensch hat die Pflicht, mit allen Mitteln, die ihm zu Gebot stehen, sein Leben zu erhalten. Dieser meiner Ansicht pflichten unsere gelehrtesten Theologen bei, setzt dann Castropalos nach einigen Erörterungen bei, und ich verweise deshalb auf die Schriften von Ravara, Toled, Suarez, Valencia und Lessius. Auch Sanchez und Bonicanus lehren dasselbe und letzterer sagt, Zitat, befraget man euch wegen eines begangenen Lasters, so lieget euch gar nicht ob, es zuzugestehen, solange ihr noch eine zu eurem Vorteil dienende wahrscheinliche Entschuldigung findet. Auch könnt ihr, wenn ihr gerichtlich befragt werdet oder wenn euch aus dem Gefängnis der Missetat ein großer und wichtiger Schaden zuwüchse, flecklich, was heißt das denn, Leute? Das ist das Wort hier. Oh Mann, das. Uiui. Das bin ich jetzt nicht gut im Lesen hier. Das ist schade. Das Wort kriege ich eben nicht auf die Reihe. Kecklich. Ja, so lese ich das auch, das verstehe ich nicht. Kecklich versichern. Okay. Also. Auch könnt ihr, wenn ihr gerichtlich befragt werdet oder wenn euch aus dem Geständnis der Missetat ein großer und wichtiger Schaden zuwüchse, kecklich versichern, also das heißt mit anderen Worten wohl versichert zusichern, also standhaft versichern, ihr hättet nichts begangen. Nur müsst ihr eure Worte so stellen, dass ihr sie nachher auslegen könnt, wie ihr wollt. Fragt man euch dann noch wegen eurer Mitgehilfen, so seid ihr auch hier nicht verbunden, irgendeine der Wahrheit entsprechende Angabe zu machen, sondern ihr könnt dieselben vielmehr verschweigen oder noch besser in solchen Reden antworten, dass der wahre Sinn verborgen bleibt. Nun das Letztere hier, ihr könnt in solchen Reden antworten, dass der wahre Sinn verborgen bleibt, das erinnert mich an die Redeweise unserer heutigen, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, Politiker. Ja? Die antworten auf Fragen auch immer auf eine solche Art und Weise, dass der wahre Sinn ihrer Antwort dahinter verborgen bleibt. Ja? Die quatschen 10 Minuten, kein Mensch versteht's, und dann fragt man sich, warum da irgendwelche Gesetze rauskommen auf einmal. Also schreibt der... Ja? Also, ja, sag mal. Ich hatte noch, was mir gerade noch dazu eingefallen ist, das war, glaube ich, in einer Lesung von den Jesuiten und das Deutsche Reich, wo du mal beschrieben hast, wie die Jesuiten auch, beziehungsweise wie ist da diese Geistesübung, dass man sich so einsagt, ich fliege und damit ist dann
spricht man sich dann irgendwie von der Schuld frei, oder wie war das? Richtig, ja, ich weiß, worauf so, ich krieg Weißt das du jetzt noch, auch nicht worauf mehr. ich hinaus will? Ja, Ja. ich krieg das jetzt auch nicht mehr auf die Reihe, da müssten wir da in die Lesung nochmal mit zurückgehen, aber das ist richtig, ja. Das ist in die Jesuiten und das Deutsche Reich kommt das vor. Das sind ja die Videos, die hier vor erschienen sind, vor dieser Lesung hier. Kann man da ja nochmal nachschauen. Das stimmt. Ja, das sind halt diese geistigen Vorbehalte, ne? Richtig, genau, ja. In aller ihrer Form, ja. Ich fliege, ja, da habe ich ganz schön drüber gelacht damals, aber gut. Aber das ist doch wirklich wahr, ne? Solche Reden antworten, dass der wahre Sinn verborgen bleibt. Also gebraucht, Kasuistik, Sophistik, Wortklauberei mit anderen Worten. Dehnt die Worte, dreht die Worte, dass ihnen der ursprüngliche Sinn genommen wird, sodass ihr nur noch leere Phrasen im Reden seid und dass man euch von daher nichts zulasten legen kann. Und das bestätigt sich ja auch wieder mit der Bibel, ne? Was wir in 2. Thessaloniker lesen, dass am Ende alles umgedreht wird, ne? Krieg ist Frieden, Schwarz ist Weiß und das Steht belegt das im das ja 2. alles ganz gut. Thessaloniker, ja? Ja, beziehungsweise das am Ende der Zeit, das ist dann der ganze, also der Abfall halt, ne? Der komplette Abkehr von Christus und damit einher natürlich geht ja auch, dass die Moralvorstellung sich dann auch, ja, Ach so, du meinst, entgegensetzt. dass der Abfall erst kommen muss, bevor der Mann der Sünde offenbart wird? Ja. Das meinst du? Ja, nee, das ist nicht ganz richtig, weil der Abfall ist ja damals schon gekommen. Der Mann der Sünde ist ja schon längst offenbart. Ja, der ist schon offenbart, Ja, aber das heißt, der Abfall kam in der Kirche damals schon längst. Und das war der Abfall, der angefangen hat mit 321, als Konstantin das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Rom erhoben hat. Und dann in der Zwischenzeit bis 606, bis dann Papst Boniface oder der Bischof Boniface der Dritte den Titel universaler Bischof angenommen hat. Das war die Zeit des Abfalls. Aber die ja noch bis heute andauert. Ja, natürlich. Der Abfall Ja. selber hält noch an. Aber der Ja, Abfall ist ja. damals gekommen. Aber Ja, klar. anhalten tut er nicht nur bis heute, anhalten tut er bis zu der Zeit, wo Jesus Christus zurückkommt. Bis Ja? zum Ende der Tage, Bis zum genau. Ende der Tage. Aber der Abfall ist schon längst gekommen. Weil der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens, ist schon längst dadurch eben offenbart geworden. Nämlich der Papst oder das Amt des Papstes, das Papsttum. Ne? Das päpstliche Rom. Ja, Michael, bitte. Wollte eben noch kurz sagen, Krieg ist Frieden, war doch von George Orwell 1984. Ja, das ist natürlich sein politisch korrekter Neuspeech in seinem Buch von Genau. 1984. Da wird ja eben auch alles umgedreht, ne? Neusprech. Genau, Ja, Neusprech. Neusprech, genau. Und George Orwell heißt übrigens nicht George Orwell, der heißt Eric Arthur Blair, ne? Und war jahrelang Mitarbeiter der BBC. Und wenn man das weiß, dann versteht man auch, wo sein Buch herkommt. Ich meine sogar MI5 war er gewesen. Müsste ich Ja, aber mal auf jeden schauen. Fall ist er Jesuiten geschult gewesen, davon mal ganz abgesehen. Ist ja nicht ein Zufall, dass solche Leute solche Bücher schreiben. Aber trotzdem, ich wiederhole nochmal eben die letzte Aussage hier. Fragt man euch dann noch wegen eurer Mitgehilfen, so seid ihr auch hier nicht verbunden, irgendeine der Wahrheit entsprechenden Angabe zu machen. Sondern ihr könnt dieselben Angaben vielmehr verschweigen oder noch besser in solchen Reden antworten, dass der wahre Sinn verborgen bleibt. Also schreibt der gelehrte Castropalos, und ganz ähnlich drückt sich auch der viel bewunderte Pater Filiutius in seinen großen Werke über die Gottesgelehrtheit in Band 10 aus. Er schreibt, Zitat, man fragt, ob es zu Zeiten erlaubt sei, einen zweideutigen und mit sinnreich geheimen Vorbehalt überlegten Eid zu leisten. Ich antworte, ja. Nur muss die Antwort in der Hauptsache den Ausdrücken des Fragenden gemäß sein, dergestalt, dass, wenn hernachmals eine andere Auslegung für notwendig gefunden würde, man nicht in Verlegenheit käme. Ende Zitat. Na, dieser Satz alleine ist schon so voll Sophisterie, dass ich keine große Lust habe, ihn zu analysieren. Das könnt ihr ja gerne selbst mal machen, wenn ihr euch den nochmal runtergehen lasst wie Öl. Was hier die moralische Theologie der Jesuiten ist. Man fragt, ob es zu Zeiten erlaubt sei, einen zweideutigen und mit sinnreich geheimen Vorbehalt überlegten Eid zu leisten. Wenn das so
ist, und das wird ja gleich hier von ihm, von dem Philutius da bestätigt, welchen Sinn hat denn ein Eidschwören überhaupt noch? Und genau deswegen sagt uns die Bibel im Neuen Testament, dass wir keinen Eid schwören sollen. Ja? Lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein und alles Weitere ist des Teufels. Das steht in der Bibel. Kann man nachlesen, wenn ich mich richtig erinnere, im Buch von Jakobus und ich glaube auch noch im Evangelium von Matthäus, wenn ich mich nicht irre. Können meine beiden Brüder ja eben mal aufsuchen, in welchen zwei Stellen das steht. Es sind zwei Stellen im Neuen Testament, wo über den Schwur so etwas geschrieben steht. Dass wir nicht schwören sollen. Auch schwören könnten. Bei was sollen wir denn schwören? Was kann uns denn heilig sein? Alles ist das von Gott. Und das sagt er auch an einer anderen Stelle in der Bibel. Dass wir kennen ja noch nicht mal die Haare auf unserem Kopf. Wie können wir dann auf unsere Ehre oder was weiß ich schwören, wenn wir noch nicht mal die Farbe unserer Haare verändern können oder die Anzahl der Haare auf unserem Kopf kennen und so weiter. Also, das ist ganz typische, nur reine Jesuiten, reine teuflische Lehre. Ja? Ob es zu Zeiten erlaubt sei, einen zweideutigen und mit sinnreich geheimen Vorbehalt überlegten Eid zu leisten. Da sagt Gott dann, leiste überhaupt keinen Eid, dann kommst du in dieses Dilemma schon mal gar nicht. Du musst dich mit dieser Moraltheologie überhaupt nicht auseinandersetzen, wenn du das Wort Gottes verfolgst, das ganz deutlich sagt, leiste keinen Eid. Aber der jesuitische Lehrer antwortet hier ja. Nur muss die Antwort in der Hauptsache dem Ausdrücken des Fragenden gemäß sein. Dergestalt, dass, wenn Herr nachmals eine andere Auslegung für notwendig gefunden wäre, man nicht in Verlegenheit käme. Also mit anderen Worten, man muss sich mit seiner Antwort für alle möglichen Eventualitäten absichern. Ich würde noch mal kurz einwerfen, das ist im Matthäus Evangelium Kapitel 5 ab Vers 33 bzw. 34, ja, für die es interessiert. Dann lies es doch mal eben vor, wenn du es da hast. Matthäus, ja. Warte mal eben, ich schlag's mal auf. Matthäus, warte, 5? Kapitel 5. Kapitel 5, ja, 33 und 34, ne? Ja. Mhm. Ich hab's hier, lies mal. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron. Und dann kann ich noch vielleicht 36. Noch weiter. Ich habe jetzt gerade nicht. Ich habe 35 Grad jetzt nicht vor Augen. Ich habe jetzt nur noch 36. Ja, okay, ich lese eben vor dann, okay? Ja. Also, ja. Von 33 gehen wir eben an. Das ist der eine Fall, den ich meine. Der andere ist, glaube ich, in Jakobus. Den kann Michael ja vielleicht in der Zwischenzeit mal eben raussuchen, wenn ich mit Jakobus recht habe. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Das ist Jesus Christus, der hier spricht. Weder bei dem Himmel, denn er ist von Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nichts schwören, das ist der Punkt, den ich gerade versucht habe zu machen, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Und ist das andere in Jakobus, Michael? Hast du? Ja, ich bin jetzt noch am Suchen, mein Computer ist nicht ganz so schnell, aber mir war klar, dass den Alten gesagt war eigentlich klar, dass es sich aufs Alte Testament bezieht. Ne? Ja. Jakobus ist hier irgendwo hinten in der Bibel, hinter Johannes schon. Noch. Warte mal. Ist ja ganz. Es gibt sonst im Hebräer gibt es nochmal sonst auch was dem Zusammenhang. Unendlich oft schwören. Ich habe gerade mal eingegeben bei der schlachterbibel.de und ich finde es unendlich viele Begriffe dafür. Aber nicht im Neuen Testament, das sind nicht so viele. Nee, und das ist auch nicht im Jakobus, da hätte ich es gerade. Nee, das ist im Hebräer Kapitel 6, da steht nochmal was geschrieben. Ah ja, Hebräer Kapitel 6, okay. Da ist es. Habe ich hier auf, ja. Ab Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst und sprach, wahrlich, ich will dich reich, dich segnen und mächtig mehren.
Naja, und da und jeder da, auf diese Weise geduldig genau. wartete, erlangte er die Verheißung, der Menschen schwören ja bei einem Größeren, und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Ja, aber da geht es nicht darum, dass wir nicht schwören sollen. Es gibt noch diese andere Stelle, lasst euer Ja ein Ja sein, euer Nein ein Nein, glaube ich, noch an einer zweiten Stelle in der Bibel, wie wir gerade in Matthäus bereits gelesen hatten. Aber Matthäus war ja im Grunde schon eine ganz gute Stelle. Das hatten wir jetzt gerade gelesen, das war Kapitel 5, Vers 35 bis 37 hier, oder Vers 33 bis 37, ne? Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst ja kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Das ist der Punkt, den ich meine. Ne? Du kannst die Farbe deines Haares nicht verändern, hatte ich ja vorhin gesagt. Ja, also, was das Schwören angeht, halte ich mich dann halt lieber an die Bibel, anstatt an irgendwelche jesuitischen Moraltheologien, wo man ja ganz deutlich sieht, wo die hinführen. Gut, dann fahren wir fort. Nicht minder duldsam erwiesen sich die Söhne Loyolas in Beziehung auf andere Handlungen, welche von den sonstigen Moralisten als sündhafte Taten gebrandmarkt werden. So äußert sich zum Beispiel in Beziehung auf einen kleinen gewerblichen Betrug der Jesuite Follet in seinem Buche von den sieben Todsünden, Seite 1027, welche sieben Todsünden denn, wenn in der Bibel ganz deutlich drinsteht, dass die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Von welchen Todsünden kann man dann hier sprechen? Das ist eine andere Frage. Jedenfalls spricht der Jesuite folgendermaßen, Zitat, wenn jemand seinen Wein nicht zu seinem beabsichtigten Werte verkaufen kann, weil er den Leuten zu teuer vorkommt, so kann er kleineres Maß geben und etwas Wasser hineinmischen. Und ich bin Weinhändler, ja? Natürlich jedoch so, dass jedermann glaubt, er habe sein volles Maß und der Wein sei rein und unverfälscht. Also gut, ich bin Weinhändler und ich verkaufe Wein, aber ich habe noch nie irgendwas in die Flaschen beigemischt, um den Preis zu erzielen, den ich haben wollte. In Beziehung auf die Bestechung sagt der Pater Taberna in seinem Abriss der praktischen Theologie, und sie erschien anno 1736, Zitat, man fragt, ob ein Richter gehalten sei, das wieder zu erstatten, was ihm eine Partei gegeben hat, damit er zu ihren Gunsten entscheide. Also muss er sein Bestechungsgeld zurückbezahlen? Ich antworte, dass er das Bekommene restituieren muss, wenn er es deswegen bekam, damit er ein gerechtes Urteil fälle. Hat er aber das Geld oder die Wertsache erhalten, um einen ungerechten Ausspruch zu tun, so darf er es behalten, weil er es verdient hat. Ende Zitat. Über eine andere Art von Bestechung äußert sich Benedikt Stadler in Band 1 seiner Sittenlehre auf Seite 460 in den folgenden Worten. Zitat. Wenn uns wegen des Eigennutzes und der Parteilichkeit der höheren Behörde durch unseren eigenen Wert und unsere Würdigkeit kein Weg zu öffentlichen Ämtern offensteht, so ist es nicht nur erlaubt, sondern, wenn Gottes und Nächstenliebe der Beweggrund ist, sogar verdienstlich durch Schenkungen oder Verehrungen die Gunst derjenigen zu gewinnen, welche die Ämter zu übertragen die Macht haben. Ende Zitat. Die Abtreibung eines noch ungeborenen Kindes wird von den Söhnen Loyolas ebenfalls für etwas Erlaubtes angesehen, wenigstens in gewissen Fällen, die aber sehr dehnbarer Natur sind. Und es schreibt hierüber der Pater Aero, Proposition sur le cinquième Präzept du Dekalog. Also die Proposition zum fünften Präzept des Dekalogs auf Seite 322, Zitat. Man fragt, ob eine Frau ein abtreibendes Mittel anwenden dürfe. Ich erwidere, ja, wenn die Frucht nicht belebt ist und die Schwangerschaft gefährlich. Aber auch wenn die Frucht schon belebt ist, darf sie es, sobald sie die Überzeugung hat, dass sie bei der Geburt selber sterben muss. Unter allen Umständen aber darf dies ein junges, verführtes Mädchen, denn ihre Ehre muss ihr noch viel kostbarer sein als das Leben. Ende Zitat. Sicherlich eine sehr eigentümliche Moral. Noch eigentümlicher aber ist die Art und Weise, wie sich der Pater Gobert in seinem Oeuvre Moral, also in seinem moralischen
Ouvertüren her, über eines in der Trunkenheit begangenen Verbrechen und es wäre selbst Vatermord, und selbst Vatermord ausspricht. Nachdem er nämlich durch die sophistischen Trugschlüsse darauf gekommen ist, dass ein wirklich Trunkener für seine Handlung nicht verantwortlich gemacht werden könne, schließt er folgendermaßen, Zitat, ein Sohn, der sich betrunken und in diesem Zustande seinen Vater erschlagen hat, ist nicht bloß kein Verbrecher, sondern er darf sich unter Umständen des Mordes, den er begangen hat, sogar freuen. Nämlich, wenn große Glücksgüter da sind, welche er erbt, denn große Reichtümer gehören in alle Wege unter die wünschenswerten Gegenstände, besonders wenn man sie gut zu benutzen versteht. Ende Zitat. Sag mal, habt ihr denn da keinen Kommentar drauf, auf das, was ich gerade vorgelesen habe? Ja, das Buch sollte man auf den Indizes setzen. Das ist ja schon eine Anleitung zu Mord und Totschlag. Meine Fresse nochmal. Also, echt, das lese ich nochmal hier. Ein Sohn, der sich betrunken und in diesem Zustande seinen Vater erschlagen hat, ist nicht bloß kein Verbrecher, sondern er darf sich unter Umständen des Mordes, den er begangen hat, sogar freuen. Nämlich, wenn große Glücksgüter da sind, welche er erbt, denn große Reichtümer gehören in alle Wege unter die wünschenswerten Gegenstände, besonders, wenn man sie gut zu benutzen versteht. Vielleicht verstehen jetzt einige Leute mal aus der Geschichte, vielleicht sogar aus ihrer eigenen Geschichte oder Geschichte ihrer Freunde, Verwandten oder wo auch immer sie es getroffen haben in der Welt, warum manche Urteilssprüche so merkwürdig sind. Warum manche Morde gar nicht gesühnt werden mit einem lebenslänglichen Urteil, selbst vor unseren Gerichten nicht. Man muss nur das richtige Parteibuch haben, sage ich mal. Man muss nur Jesuit sein, um von solchen Dingen freigesprochen zu werden. Weil wenn man das ist, dann ist alles gut. Weil natürlich in diesem Falle, wenn es ja ein Jesuit wäre, der hätte dann natürlich das Vermögen, das er seinem Vater genommen hätte, dadurch, dass er ihn ermordet hat, hätte natürlich das Vermögen dann dem Jesuitenorden gestiftet. Das ist ein gutes Ziel. Und da das Ziel gut ist, ist jeder Weg, dieses Ziel zu erreichen, gut. Der Zweck heiligt die Mitte. Genau. Jetzt kommen wir immer und immer wieder, treffen wir das hier. Und wenn man ganz viel Geld braucht, dann kann man dann auch so eine Bulle oder Note à la Caritas in Veritate dann rausgeben. Dann kann man damit auch eine ganze Menge Grundkapital generieren und den anderen wegnehmen, indem ich den anderen noch ein gewisses Schuldbewusstsein einimpfe. Ne? Ja, das ist richtig. Ich sehe auch, dass wir schon ziemlich bei einer Stunde angekommen sind mit unserer Lesung heute. 57 Minuten, und da er hier ein anderes Thema jetzt aufgreift, weil er sagt hier weiterhin, schließlich sei es mir erlaubt, über die höchst sonderbaren Lehrsätze, welche die Jesuiten über das Recht der Selbstverteidigung aufstellten, einiges zu sagen, würde ich vorschlagen, dass wir hier unsere Lesung für heute beenden, mit einer guten Stunde, die wir das jetzt gemacht haben, weil wir hier ein Thema abschließen können. Es geht mir ja nicht immer darum, das zu machen, aber wenn das zeitlich so gut auskommt, dass wir mit einer guten Stunde der Lesung hier das Thema, das wir gerade eben besprochen haben, von den Jesuiten abschließen können und nächstes Mal ein neues Thema beginnen, dann finde ich, es ist ein guter Moment, um diese Lesung für heute zu beenden. Die ich sehr inspiriert fand, von euch beiden auch, sehr gut beigetragen. Ich danke meinen Gästen Michael und Viktor alle beide für ihre wundervollen Beiträge, die sie zu dieser Lesung gebracht haben. Deswegen habe ich sie auch so gerne dabei. Ich muss hier eben mal kurz bemerken, dass ich mir früher wenig oder eigentlich nie habe vorstellen können, solche Lesungen mit verschiedenen Gästen mal zu machen. Und inzwischen, muss ich ehrlich sagen, freue ich mich jedes Mal wieder drauf, wenn ich von meinen Brüdern in Christus, in diesem Fall hier von Michael und Viktor, begleitet werde. Es gibt mir eine unglaubliche Freude und Befriedigung, mit ihnen zusammen die Dinge hier direkt ein wenig diskutieren und austauschen zu können. Und ich hoffe, dass euch diese Art der Lesung auch mehr Spaß macht zu hören. Und deswegen gebe ich jetzt mein Schlusswort erstmal an Michael und dann an Viktor. Bitteschön. Ja, vielen Dank für die Erteilung des Wortes. Du hast mein Schlusswort eigentlich schon vorher gesagt, beziehungsweise vorhin erwähnt, und zwar Semper Eadis.
Semperi Adem. Adem, sorry, ja, genau. Es hat sich ja im Prinzip wirklich nichts geändert, denn die Theologie der römischen Kirche steht ja schon seit dem 13. Jahrhundert fest, wo der Thomas von Aquin dann dieses Pamphlet der Summa Theologica veröffentlicht hat, die tausenden Seiten der im Endeffekt der Verfassung der römischen Kirche, wenn man so möchte. Da steht ja auch schon drin, dass es da so eine Art Naturrecht gäbe und dass daraus auch die Berechtigung erfolgt, sich Privateigentum zu verallgemeinern, dass man das jetzt in die Kirche selber transferiert. Und wenn man da mal schaut, dass da schon über 700 Jahre dazwischen liegen, dann kann man einfach sagen, gut, da hat der Luther viel gehofft und letzten Endes dann doch kapitulieren müssen, denn solche Kirche, die ihre Grundsätze, die solche Grundsätze hat, die kann man einfach nicht reformieren. Da kann man letzten Endes dann tatsächlich nur sagen, Rom ändert sich nicht, denn die Maxim der römischen Kirche ist ja letzten Endes nun tatsächlich, die ganze Welt katholisch, sprich universell zu machen. Und das geht am besten, indem man halt die Verfügungsgewalt über alle Besitzgüter hat, Besitztümer hat und dann, letzten Endes dann selber der Cäsar den Cäsaren spielt und alle anderen die Leibeigenen sind. Darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Und das kann man halt nicht nur geistig, sondern das kann man ja auch materiell erreichen, indem halt, wie man ja auch sieht und wie unsere Medien ja auch jeden Tag kolportieren, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und genau diese Schere, die da aufgeht, die ist halt vom Vatikan gehalten und die wird halt vom Vatikan eingesetzt. Und der ist letzten Endes, meines Wissens nach, ich lasse mich da gerne belehren, der größte Grundbesitzer überhaupt auf dieser ganzen Welt. Und dem gehören so viele Güter, so viele Liegenschaften, wenn man sich überhaupt mal überlegt, was der römisch-katholischen Kirche alles gehört, was alleine die Grundstücke und die Kirche alleine an Wert darstellen, dann kann man sich doch vorstellen, dann ist es doch so eine Heuchlerei, dass man dann noch Plakate drucken muss, die Leute ehrenamtlich verpflichtet und kurz vor sogenannten Weihnachten, also in Saturnalien, dann auch noch hingeht mit dem Klingelbeutel und den Menschen wiederum schädes Gewissen einredet. Und das wäre jetzt mein Schlusswort, Rom ändert sich nie. Tja, Michael, das war ein sehr schönes Schlusswort, dem ich eigentlich auch nicht viel zuzufügen hatte. Mir fiel gerade noch etwas ein, aber das habe ich dann wieder vergessen, deswegen gebe ich es jetzt erstmal weiter an Viktor. Ja, vielen Dank. Ich würde nochmal mich auch dem anschließen, das, was Michael gesagt hat. Vielleicht noch ein, zwei Sachen zu der Lesung, zu dem Schluss. Also mir ist auf jeden Fall nochmal bei gerade dem letzten Punkt aufgefallen, dass es ja auch wirklich unterschiedlich gehandhabt wird, gerade solche Anklagen jetzt, solche oder Mordmotive, zum Beispiel jetzt aus Habsucht, dass ja wirklich ein niederes Mordmotiv ist, dass das ja auch teilweise unterschiedlich auch wohl bestraft wird. Und wie du auch richtig sagtest, wohl, wenn man das richtige Parteibuch oder die richtigen Leute kennt, dann wird die Strafe eigentlich auch nicht so ausfallen, wie sie wohl normalerweise im Gesetz geschrieben steht. Und eine Sache noch, die mir mal persönlich auch in meinem Leben widerfahren ist, ich habe mal ein Mädel kennengelernt, die hatte ein paar Tage vorher eine Abtreibung gehabt und die war sehr aufgelöst und hat dann auch das wohl getan aus Liebe zu ihrem Liebhaber und hat dann leider auch nicht, ich weiß es jetzt nicht, aber zumindest die Reaktion damals, als ich das da sie kennengelernt habe kurz, da war das dann halt auch, dass sie dann sehr intensiv zur Flasche gegriffen hat und das ist natürlich dann auch wohl wieder auch so eine Art, könnte ich mir vorstellen, eine Art Ansatz der Moraltheologie der Jesuiten, dass man dann eine Sünde mit der anderen Sünde dann ja quasi dann sühnt oder das dann sich rechtfertigen kann damit. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auch auf die nächste Lesung mit euch und dann sage ich an der Stelle Tschüss. Ja, danke Viktor, danke Michael für eure interessanten Schlussworte. Ich muss nur sagen, wenn ich mir diese Dinge durchlese und ich habe sie vorher schon gelesen, jetzt nicht, weil ich dieses Buch gelesen habe, aber weil die Dinge sich irgendwo ständig wiederholen, wenn man die Jesuiten studiert. Und ich habe viele Dinge schon in Englisch gelesen und sicher Cold World Babylon, was Michael ja leider nur zum Teil mit uns mitgelesen hat. Und ich weiß nicht, wo er da zu uns gestoßen ist, aber bei der Moraltheologie der Jesuiten war er damals noch nicht bei. Das war ziemlich am Anfang des Buches. Und da ich das aus der Richtung schon kenne, muss ich ehrlich sagen, ich finde hier nur Bestätigung jetzt von einem deutschen Autor, dem Griesinger, von dem,
was ich bereits von englischsprachigen Autoren gelesen hatte. Und vor allen Dingen finde ich Bestätigung von dem, dass, wie Michael richtig gesagt hat, die Kirche Semper Eadem ist, was er dann nochmal wiederholen wollte von mir, dass die Kirche, die römisch-katholische Kirche, sich nicht verändert. Sie verändert vielleicht die Maske, die sie aufsetzt, aber das Gesicht dahinter ist dasselbe. Die Absichten sind dieselben. Ihre Taten sind dieselben. Es wird anders angekleidet, dem Kind wird ein anderer Name gegeben, aber die Taten, die die römisch-katholische Kirche tut, sind immer dieselben. Und im Endeffekt kommt es genau darauf hinaus, was Gott uns bereits in der Bibel mitteilt. Der Antichrist wird gut für böse erklären und böse für gut. Er dreht die Lehre der Bibel 180 Grad um. Und genau das schafft er mit dieser Sophistik und Kasuistik und mit den geistlichen Vorbehalten, die nicht nur die Jesuiten, sondern auch der normale römische Katholik immer wieder anwenden kann. Und solange wir uns an die Moral Gottes halten, des Schöpfergottes und Jesus Christus und seine Gesetze, solange können wir nie auf einem Feld mit diesem Feind zusammen kämpfen. Das Einzige, was wir tun können, ist, die ganze Rüstung von Gott anziehen, wie in Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18 beschrieben. Wir können uns nur rüsten zu einem geistlichen Kampf. Hier auf der Erde, mit allen fleischlichen Waffen, ob das jetzt vor Gericht ist oder ob das welche Maßnahme auch immer ist, da können wir nicht gewinnen. Wir können nur mit dem Wort Gottes gewinnen. Dafür müssen wir es kennen und dafür müssen wir, wie ich immer sage, unsere Bibel lesen. Tut das. Bis zum nächsten Mal. Studiert die Bibel und dann kommt zurück und studiert mit uns im 12. Teil einen weiteren Teil dieses Buches von Karl Theodor Griesinger über die verborgene Wirklichkeit, das verborgene Schaffen der Jesuiten von der Gründung des Ordens bis jetzt. In der Zwischenzeit lest eure Bibel. Maranatha.